einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen zu Menschen in München. Die Stadtwerke München gehören zu den größten Dienstleistern in Deutschland. Und neben der Stadtsparkasse sind die Stadtwerke München das wichtigste Unternehmen für die Stadt München. Denn sie werfen große Gewinne ab. Und mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stadtwerke München, mit Dr. Florian Bieberbach, möchte ich mich jetzt unterhalten. Florian Bieberbach, jetzt seit, ja, man kann sagen, gutem halben Jahr Chef der Stadtwerke. Wie fühlen Sie sich? Was hat das neue Amt mitgebracht an Dingen, wo Sie sagen, da hätte ich jetzt nicht so unbedingt mitgerechnet? Ach, ich fühle mich insgesamt sehr gut. Also fühle mich nach wie vor sehr wohl bei den Stadtwerken und deswegen natürlich auch sehr wohl an der Spitze der Stadtwerke. Aber ich muss gestehen, es ist doch mehr Zeitaufwand, als ich ursprünglich dachte. Also muss doch meine Zeitplanung jetzt nochmal ganz neu aufstellen. Bevor Sie das geworden sind, haben Sie ja auch schon jahrelang für die Stadtwerke gearbeitet. Hat sich da jetzt was verändert? Haben Sie bei den Mitarbeitern irgendwie das Gefühl gekriegt, dass die jetzt plötzlich sagen, hupp, jetzt ist er unser Chef, jetzt ist das ganz anders geworden? Nein, eigentlich nicht so sehr. Die Leute kennen mich jetzt schon sehr lang und die mich gut kennen, kennen mich nach wie vor gut. Und Geschäftsführer war ich ja auch schon vorher. Also da hat sich eigentlich im Verhältnis zu den Mitarbeitern nicht so viel geändert. Ich merke, dass es ein Unterschied ist, wenn es keinen Chef mehr oben drüber gibt, bei dem unangenehme Dinge am Schluss landen können. Jetzt ist man plötzlich selbst für alles verantwortlich. Da gab es ja auch den einen oder anderen, der mal gemunkelt hat, vielleicht wird er gar nicht Chef von den Stadtwerken, sondern vielleicht ist er auch für ein hohes politisches Amt, kommt er in Frage und wird er vielleicht übernehmen. Man weiß, dass Sie Oberbürgermeisterkandidat eventuell hätten sein sollen. Wäre das für Sie eine Option gewesen? Nein, das war auch immer nur ein Gerücht. Also es wurde weder von mir noch von irgendjemand anderen, der da wirklich was zu entscheiden hat, jemals so gesagt. Also ich fühle mich sehr wohl bei den Stadtwerken und meine ganze Ausbildung passt hier auch viel besser hin als in die Politik. Können Sie das für die kommenden Jahre auch so festhalten oder kann das immer noch mal passieren, dass Sie plötzlich das Gefühl kriegen, die Stadt braucht Sie? Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin jetzt schon sehr festgelegt auf den Energiesektor. Denn Sie sind ja auch politisch aktiv gewesen. Sie waren ja bei den Jusos und haben dort sich auch sehr engagiert, wohl auch sehr kritisch mit der SPD umgegangen. Aber wann kam für Sie die Entscheidung, dass das kein Weg ist? Na, ich war ja nie irgendwo Mandatsträger. Also Politik hat mir immer Spaß gemacht und macht mir bis heute Spaß, interessiert mich auch. Aber ich hatte auch damals nie die Idee, das zum Beruf zu machen. Muss es ja auch nicht sein. Die Politik lebt ja davon, dass es auch Leute gibt, die das ehrenamtlich machen. Ja, absolut. Es ist natürlich auch kein unpolitischer Job, sage ich jetzt mal, den Sie da ausführen. Haben Sie schon das Gefühl, dass es mit Ihrer Partei zu tun hat, dass Sie diese Stelle zum Schluss bekommen konnten? Also man muss natürlich ein bisschen ein Händchen haben für Kommunalpolitik und ein bisschen wissen, wie Kommunalpolitik funktioniert. Sonst ist man, glaube ich, als Geschäftsführer dieses Unternehmens völlig aufgeschmissen. Dass man aber irgendwo parteipolitische Zugehörigkeit braucht, das ist nicht der Fall. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer bei Geschäftsführern der Fall. Also das halte ich nicht für notwendig. Ich glaube, dass für mich sehr viel wichtiger war, dass ich ja dann nochmal Energiewirtschaft studiert habe, nochmal berufsbegleitend. Ich denke, das war am Schluss dann ausschlaggebend, dass man mir das auch zugetraut hat. Sie sind natürlich jetzt mit der Energiewende konfrontiert, die in Deutschland jetzt seit über einem Jahr eingeleitet worden ist. Halten Sie dieses Projekt auch in dem Zeitrahmen, den sich die Politik da gesetzt hat, für realistisch? Ja, die längerfristigen Ziele schon. Also die Ziele für München auch. Jetzt, was die nächsten 2-3 Jahre angeht, werden wir sehen, dass es deutschlandweit ein bisschen ins Stocken kommt, weil ein paar Dinge einfach sehr unsicher sind. Man weiß nicht genau, wie geht es mit der Förderung erneuerbarer Energien weiter, Netzausbau und ähnliche Sachen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil die Lösungen in den Fachkreisen eigentlich schon ausdiskutiert sind, mehr oder weniger, dass die Politik das jetzt hinkriegen wird, spätestens nach der Bundestagswahl, und dass dann die Energiewende auch wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt wissen wir, dass in Bayern Windräder eigentlich nicht so erwünscht sind, weil sie halt optisch natürlich
für viele sehr störend wirken. Wie ist da Ihr Ansatz? Sind Sie der Meinung, dass da, um dieses Ziel zu erreichen, in Bayern jetzt doch deutlich mehr Windräder gebaut werden müssen? Also in Bayern gibt es durchaus noch gute Möglichkeiten, Windräder zu bauen. Für uns ist es schon sehr wichtig, dass sie nur dort gebaut werden, wo sie auch Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung haben. Also jetzt gegen den Willen der Bevölkerung Windräder mit aller Macht zu errichten, ist definitiv nicht das, was wir wollen. Aber es ist nicht so, dass die gesamte bayerische Bevölkerung gegen Windenergie ist. Es gibt schon auch viele Kommunen, die da mit großem Enthusiasmus dahinterstehen und was machen wollen. Man weiß ja, dass die Stadtwerke München sowohl in Spanien in Solarenergie investieren und offshore in der Nordsee eben auch Windparks haben. Warum bauen Sie also so weit außerhalb Bayerns, warum investieren Sie dort in erneuerbare Energien? Als die Stadt München diese Ausbauoffensive erneuerbare Energien gestartet hat, war es ja mit der Vorgabe, so viel wie möglich in München und in München Raum zu machen. Und da hat die Stadt München dann ein Gutachten in Auftrag gegeben, das versucht hat herauszufinden, was geht denn hier überhaupt. Das Ergebnis war ganz eindeutig, man kann hier zwar einiges machen im Münchner Raum, aber es reicht bei weitem nicht. Also das Potenzial ist einfach zu gering. Und deswegen war von Anfang an klar, dass wir uns auch in anderen Teilen Deutschlands und Europas umschauen müssen. Jetzt hat man sich gewundert, weil Sie Anfang des Jahres Investitionen gestoppt haben, die neue Projekte anbelangen. Ja, da geht es um 9 Milliarden, die plötzlich nicht mehr investiert wurden, wo sich der eine oder andere dann eben doch gefragt hat, sind die Stadtwerke München jetzt plötzlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ziele, die man sich gesteckt hat, so nicht zu erreichen sind? Nein, das ist tatsächlich von manchen falsch verstanden worden. Also es war immer klar, dass wir die Ziele weiter erreichen wollen und auch zuversichtlich bleiben. Wir haben bloß aktuell in Deutschland die Situation, dass es große Verunsicherungen gibt angesichts des ständigen Hin und Hers in Berlin. Was will man jetzt fördern und wie viel und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, momentan bremsen wir hier mal ein bisschen und wollen nicht viel Geld ausgeben, wenn nicht ganz klar ist, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber in anderen Teilen Europas machen wir weiter. Und auch in Deutschland bin ich ganz zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr nach der Bundestagswahl weitermachen können, wenn die Rahmenbedingungen dann wieder klar sind. Also Rahmenbedingungen heißt, dass Sie einfach nicht wissen, wie viel Geld zur Förderung zur Verfügung stehen, damit gewisse Projekte, die Sie geplant haben, nicht nur mit dem Münchner Geld, sondern eben auch mit dem Geld des Bundes finanziert werden. Genau, wir dürfen ja keinen Verlust machen als Unternehmen mit solchen Projekten. Deshalb, wenn man heute einen großen Windpark zum Beispiel projektiert und die Verträge abschließt, dann kann man sich nicht sicher sein, wie viel Geld man überhaupt kriegen wird, wie viel Einspeisevergütung. Und das ist natürlich ein wirtschaftliches Risiko, das ein kommunales Unternehmen nicht auf sich nehmen kann. Was wird eigentlich genau an dieser Stelle jetzt hier an Energie erzeugt? Und also hier, das ist Wasserenergie, ganz klar. Inwieweit, wie viel Prozent macht das für die Energiegewinnung in München aus? Ja, dieses Kraftwerk ist ja schon relativ alt. Und wenn man ehrlich ist, ist der Beitrag für die Gesamtstromversorgung von München relativ gering. Also das ist unter 1%, insofern ist das nicht so relevant. Dass jetzt hier so wahnsinnig viel Wasser zu sehen ist, liegt daran, dass die Isar immer noch Hochwasser hat und hier immer noch deutlich mehr Wasser fließt als eigentlich üblich. Normalerweise ist das nicht so eindrucksvoll hier. Heißt das, dass jetzt, wenn dieses Wasser so intensiv hier rausfließt, dass jetzt besonders viel Energie erzeugt werden kann? Ja, also momentan läuft es hier natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auf Hochtouren. Das Kraftwerk ist natürlich super, dass jetzt momentan die Wasserausbeute so gut ist. Es ist fast zu viel, wie man hier sieht. Florian Bieberbach, als Chef der Stadtwerke sind Sie ja hier auch für den Nahverkehr mitverantwortlich, also sprich U-Bahn-Netz. Wenn Sie sich so die Prognosen anhören, wie viele Menschen in den nächsten Jahren nach München zuziehen wollen, wird Ihnen da nicht Angst und Bange, was das den Ausbau dieser Netze anbelangt, dass Sie den Zustrom vielleicht gar nicht handeln können? Also Angst und Bange ist vielleicht übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass es eine große Herausforderung für uns ist, weil wir jetzt schon merken, dass die U-Bahnen überquellen, die Bahnsteige ihre Kapazitätsgrenzen erreichen und so weiter. Wir investieren jetzt ja schon massiv, bauen ja viele Bahnhöfe um. Sendlinger Tor kommt als nächstes. Momentan laufen der Marienplatz und Hauptbahnhof. Münchner Freiheit und Stachus haben wir schon abgeschlossen. Aber es ist trotzdem tatsächlich so, wir müssen U-Bahnen nachbestellen, brauchen mehr Züge,
müssen uns neue bauliche Lösungen überlegen. Das ist schon massiv, was insbesondere im Innenstadtbereich an zusätzlichem Verkehr dazugekommen ist und weiter dazukommen wird. Die Stationen, die Sie erwähnt haben, die jetzt fertig sind, die sind ja wirklich ein Genuss. Also wenn man da drin dann sich aufhält, merkt man wirklich, da hat sich was getan. Wie sucht man da die Architekten aus? Wer macht das da? Das läuft eigentlich bei so großen Vorhaben immer über Architektenwettbewerbe mit der Stadt München zusammen. Also da müssen sich ganz viele Büros bewerben und dann wird in langen Jury-Sitzungen der beste Entwurf ausgesucht. Das ist schon ein langes Ringen. Das macht man sich nicht leicht in München. Ja. Jetzt sind es ja nicht nur die neuen Linien, die Sie eventuell noch bauen müssen. Es ist ja auch der alte Bestand, der immer wieder erneuert werden muss. Wie viel muss da investiert werden, um sozusagen den alten Bestand überhaupt auf dem neuesten Standard zu halten? Also wir rechnen damit, dass wir so in den nächsten 10 Jahren etwa 1,5 Milliarden investieren müssen, nur für diese Maßnahmen im Bestand. Ja, wir haben rund 100 U-Bahnhöfe. Das ist schon eine lange Strecke und ein enormer unterirdischer Immobilienbestand, der entstanden ist ja ab Mitte der 60er Jahre und natürlich jetzt in die Jahre kommt und schrittweise saniert werden muss. Das ist eine riesige finanzielle Belastung auch für die Stadtwerke München. Wie entscheiden Sie sich eigentlich dafür, ob man eine Straßenbahn baut oder eine U-Bahn baut? Viele erleben ja Straßenbahnen als eine Behinderung für den Autoverkehr, aber trotzdem werden noch neue Straßenbahnen in unserer Stadt gebaut. Ja, das ist eine Entscheidung, die wird letztlich im Rahmen der Stadtplanung entschieden. Das ist keine alleinige betriebswirtschaftliche Entscheidung der Stadtwerke, sondern U-Bahnen zum Beispiel baut ja ohnehin erstmal die Stadt, die bauen ja nicht wir die U-Bahn-Linien. Und das wird also wirklich im Stadtrat entschieden, was da an welcher Stelle geeigneter ist. Warum die Straßenbahnen so attraktiv sind, hat im Wesentlichen 2 Gründe. Das eine ist, sie sind deutlich kostengünstiger zu bauen und zweitens, sie kommen auch besser an bei den Leuten. Viele Menschen mögen lieber mit der Straßenbahn fahren als mit der U-Bahn. Weil sie einfach überirdisch dann das Gefühl haben, sie haben Luft und können atmen. Ja, das hat sicherlich nicht nur rationale Gründe, aber ist eine Tatsache, die Leute mögen es lieber. Und sie ist natürlich auch ein bisschen flexibler. U-Bahn baut man einmal für Jahrhunderte. Eine Straßenbahn kann man bauen, kann man notfalls auch mal nochmal umleiten. Netze sind ja, es gibt ja auch noch andere Netze. Also es gibt das U-Bahn-Netz, um das Sie sich kümmern müssen. Aber jetzt, weil wir schon hier auf dem Marienplatz stehen, und hier ist ja das Spannende, dass man jetzt hier auch das Internet benutzen kann, ohne selber in Kosten getrieben zu werden. Welche Erfahrungen haben Sie damit bis jetzt gemacht? Sehr, sehr gut. Also es kommt sehr gut an. Wir haben ja hier sicherheitshalber eine ganz enorme Bandbreite installiert, weil wir nicht so recht wussten, was auf uns zukommt. Ja. Aber es wird tatsächlich sehr intensiv genutzt. Also insbesondere bei der Meisterfeier des FC Bayern war es sehr intensiv genutzt. Ja. Da waren hier so viele Leute, die offensichtlich alle ihre Anwesenheit bei Facebook dokumentiert haben mit Fotos. Ja. Also es wird wirklich, ist ein großer Erfolg. Und deswegen wird es jetzt ja auf Wunsch des Stadtrats ausgebaut, auf weitere Plätze in München. Wie kompliziert ist es, hier ins Netz reinzukommen? Das ist für uns nicht sehr kompliziert, weil wir ja als Stadtwerke München ein großes Glasfasernetz haben in München. Sie kennen ja das Glasfaserprojekt wahrscheinlich, wo wir ja schon fast den gesamten Innenstadtbereich in München innerhalb des Mittleren Rings erschlossen haben. Und dadurch haben wir fast überall Anschlüsse und können natürlich relativ leicht auch noch solche WLAN-Stationen installieren. Und für den User, der jetzt hier auf dem Marienplatz sein Handy rausholt und ins Internet gehen will, was muss er alles berücksichtigen, um reinzukommen? Das ist wirklich ganz simpel. Er schaut einfach, welche WLANs verfügbar sind, findet MWLAN, klickt drauf. Es gibt keine Verschlüsselung oder Ähnliches. Das heißt, er kann direkt reingehen. Florian Bieberbach, jetzt sind die Stadtwerke München nicht nur für die Energieversorgung der Stadt verantwortlich und nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für das, was wir täglich zu uns nehmen, nämlich Wasser. Es ist jetzt kein Zufall, dass wir hier an diesem Brunnen stehen. Welche Bedeutung hat dieser Brunnen für die Münchner Wasserversorgung? Hier an dieser Stelle stand der erste Brunnen in München, der gebaut wurde, als die Münchner Wasserversorgung, die zentrale Wasserversorgung, eröffnet wurde. 1883 kam hier das erste Wasser an aus den neuen Gewinnungsgebieten im Mangfalltal. Warum ist eigentlich der Ruf des Münchner Wassers so gut? Was macht das Wasser von München besser als das von vielen anderen Städten? Ja, die Stadt München hat eigentlich schon vor 150 Jahren ganz richtige Entscheidungen getroffen. Man hat die Gewinnungsgebiete in den Alpen gewählt, an Stellen, wo wirklich ganz wenig, auch bis heute ganz wenig Schmutz ins Wasser überhaupt gelangen kann.
Und man hat dann ganz früh angefangen, dort Grundstücke aufzukaufen und große Wasserschutzgebiete auszuweisen. Wir haben ja dann später als Stadtwerke München begonnen, dort die Landwirtschaft zu einem ganz großen Teil auf Biolandwirtschaft umzustellen. Es sind inzwischen über 150 Biolandwirtschaftsbetriebe, sodass praktisch nichts mehr dort ins Trinkwasser gelangen kann, was irgendwie eine Verschmutzung mit sich bringt. Und nur wenn man sowas über viele Jahrzehnte macht, hat es natürlich eine Wirkung. Aber dadurch, dass man damit schon so früh begonnen hat, schon wirklich vor vielen Jahrzehnten, profitieren wir heute so stark davon. Großes Thema bei uns im Land ist ja die Privatisierung von den verschiedensten Dingen, die eigentlich mal der Staat oder die Kommune übernommen hat. Es gab da und gibt auch teilweise noch die Diskussion der Privatisierung der Wasserversorgung. Was spricht eigentlich dagegen? Ja, dagegen spricht, dass ein privater Investor diese ganz langfristigen Investitionen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, nie machen würde, weil er sich das gar nicht mehr leisten kann. Der ist von kurzfristigen Gewinnnotwendigkeiten getrieben. Also wenn wir jetzt heute zum Beispiel mit einem Bauern verhandeln, dass er auf Biolandwirtschaft umstellt, in dem Einzugsgebiet, bis man das im Wasser merkt, das dauert 10, 20 Jahre. Ein privater Investor kann sich sowas gar nicht leisten. Der muss in Quartalen denken und der kann gegenüber seinen Aktionären sowas gar nicht rechtfertigen. Also gerade diese Investitionen, wo man in Jahrzehnten, wenn nicht in Jahrhunderten denken muss, eignen sich einfach für öffentliche Unternehmen viel besser als für private. Wenn Sie das noch mit anderen Städten vergleichen, also in London gab es ja mal diese Privatisierung von Wasser, was für Probleme haben dann diese privaten Anbieter noch? Also es gibt ja diese Rohre, die verlegt werden müssen, die dann auch rosten und all sowas. Trotzdem sagt der eine oder andere, ich würde das machen, also mich würde das interessieren als Unternehmer. Ja, für ein Unternehmen ist es wirtschaftlich durchaus attraktiv, denn man kann einfach mal jahrelang nicht investieren und man merkt es nicht. Also, das merkt ja kein Mensch an der Qualität, wenn man mal 10 Jahre weniger investiert. Aber wenn man mal wie in London so weit ist, dass das ganze Netz kaputt ist, dann finden Sie keinen Privaten mehr, der die Komplettsanierung übernehmen möchte. Das ist also ein ganz gefährliches Modell. Deswegen kann man eigentlich auch froh sein, dass die Idee der EU-Kommission, das Trinkwasser in Deutschland auch zu liberalisieren, komplett gescheitert ist. Ja. Die EU-Kommission hat letztlich doch eingesehen, dass es keinen Sinn hat. Und gerade der massive Widerstand der bayerischen Bevölkerung war da ganz wesentlich, um das abzuwehren. Verdienen Sie mit dem Wasser Geld? Wir dürfen mit dem Wasser praktisch kein Geld verdienen. Der Wasserpreis ist ein regulierter Preis, weil es ja ein Monopol ist. Gibt es eine staatliche Preisregulierung, die dafür sorgt, dass wir damit nicht zu viel verdienen dürfen. Aber wir wissen ja, die Stadtwerke München sind ein Unternehmen, was in tiefen schwarzen Zahlen steckt. Und deshalb wird da auch unternehmerisch gedacht. Können Sie sich nicht vorstellen, weil das Münchner Wasser ja so ein gutes Image hat, daraus ein Geschäft zu machen? Das ist uns gar nicht erlaubt. Also die Wasserversorgung ist eben sehr stark reguliert. Und wir dürfen das Wasser zum Beispiel auch nicht irgendwo weiterverkaufen in andere Teile von Deutschlands. Da gibt es relativ strenge Verträge. Die Wasserversorgung ist nach wie vor sehr hoheitlich organisiert, möchte ich fast sagen. Denn, also ich erinnere mich an meine Kindheit, da hätte man sich nie vorstellen können, dass man für eine Flasche Wasser Geld bezahlt. Das hat sich ja jetzt wirklich verändert. Es gibt Städte wie New York, also wenn Sie in Manhattan rumlaufen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie für eine Flasche Wasser mehr Geld bezahlen müssen als für eine Cola, sage ich jetzt mal. Also im Grunde genommen hat sich da ein ganz neues Geschäftsfeld aufgetan. Kann man sich vorstellen, Münchner Wasser in Flaschen zu verkaufen? Auch das hat rechtliche Grenzen. Also wir haben das mal geprüft vor Jahren und letztlich wieder verworfen. Man dürfte das nur in ganz geringem Umfang für den eigenen Verbrauch machen. Aber es lohnt sich auch gar nicht. Also das Wasser kommt ja in so guter Qualität aus dem Wasserhahn. Warum sollte es jemand in der Flasche kaufen? Und wer in München Flaschenwasser kauft, macht dort normalerweise einen Riesenfehler. Wenn Sie bedenken, dass Sie für 1,50 Euro 1000 Liter von uns kriegen und das noch zu bester Qualität, wo alle Grenzwerte für Mineralwasser deutlich unterschritten werden, ist es eigentlich total unvernünftig, Wasser in München in Flaschen zu kaufen. Gibt es eine Gefahr für das Münchner Wasser, also wenn man irgendwas nicht tun würde, dass dann die Qualität nachlässt? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir in den Gewinnungsgebieten mit dem Ökolandbau weitermachen, dass dort weiter strengstens auf Trinkwasserschutz geachtet wird und man dort nicht nachlässt in den Bemühungen.
Das ist das Entscheidende. Und dafür ist es aus meiner Sicht auch zwingend notwendig, dass das weiter in der Hoheit der Stadt München bleibt. Herr Bieberbach, jetzt stehen wir in so einem richtig schönen alten Zug hier. Das wird sich aber jetzt sehr bald ändern, nicht? Also es sind neue Züge geplant hier im Münchner Verkehrsnetz. Genau, in den nächsten Jahren werden genau diese alten Wagen, die erste Generation der U-Bahn noch aus der Eröffnungszeit, ersetzt durch ganz neue Siemens-U-Bahn-Züge, die aber leider erst dann ab Ende dieses Jahres ausgerollt werden. Wie ist es mit den Fahrpreisen? Also der eine oder andere sagt, Mensch, jetzt sind die so oft erhöht worden, kann man da jetzt nicht mal eine längere Pause erwarten? Das ist unrealistisch, weil die Kosten natürlich permanent steigen. Also im Betrieb, die Gehälter oder Löhne von den Mitarbeitern steigen natürlich jedes Jahr. Energiekosten steigen, also es ist einfach nicht darstellbar, die Kosten konstant zu halten. Und das muss sich nun mal im Betrieb mindestens decken. Die Infrastruktur wird subventioniert, aber der Betrieb muss sich decken. Deswegen kommt man nicht drum herum, die Fahrpreise jedes Jahr ein bisschen zu erhöhen. Man muss aber dazu sagen, dass Münchner Fahrpreise im Gegensatz zu anderen Städten relativ niedrig sind. Also die meisten Städte in Deutschland haben deutlich höhere Fahrpreise. Jetzt hört man, dass die Stadtwerke eben so viel gute Zahlen, so viel tiefschwarze Zahlen schreiben, dass man sich dann eben auch überlegt, könnten da nicht die Fahrpreise durch abgepuffert werden? Nein, weil es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass der Betrieb des ÖPNV eigenwirtschaftlich sein muss. Das heißt, der muss sich selbst tragen, der Betrieb. Und da haben wir also relativ wenig Handlungsspielraum. Was wir tatsächlich aus den anderen Geschäftsfeldern subventionieren, ist der ganze Bereich Infrastruktur, zum Beispiel die Umbauten der Bahnhöfe und diese ganzen Sachen. Das kann man also finanzieren. Das müssen dann nicht komplett die Fahrgelderlöse tragen. Man fragt sich natürlich manchmal, warum werden die U-Bahnen nicht enger getaktet? Also gerade in diesen Stoßzeiten wartet man ja teilweise doch 4 bis 8 Minuten auf den nächsten Zug. Warum kann man das nicht im 2-Minuten-Takt machen? Wird man jetzt machen. Ab Dezember diesen Jahres fahren wir auf den Strecken, wo es jetzt momentan wirklich eng wird, im 2-Minuten-Takt. Mhm. Man kann es aber nicht so spontan einführen, denn dazu braucht man zusätzliche Züge. Und wie gesagt, die musste man erstmal bestellen. Die werden jetzt dann ausgeliefert und dann kann man auf den engen Strecken auch in Zukunft im 2-Minuten-Takt fahren. Und diese neuen Waggons, inwieweit bieten die dann Vorteile diesen alten Waggons gegenüber? Also wir wissen ja alle, man kann da dann durchgehen von vorne bis hinten. Bedeutet das auch Kapazitätsvorteile? Ein bisschen, aber vor allem sind sie energiesparender und technisch moderner. Die neuen Fahrzeuge kriegen ja dann auch diese Infobildschirme beispielsweise. Also die ganze Fahrzeugtechnik im Inneren ist auch moderner, sie sind komfortabler. Also ich denke, das wird schon als Gewinn wahrgenommen werden, genauso wie die jetzt nützige neue Generation, die ja auch gut angekommen ist. Man kennt sie so ein bisschen aus Tokio in den Stoßzeiten, dass dann bei jedem Eingang so 2 mit weißen Handschuhen stehen, die sanft nachdrücken. Müssen wir uns, wenn es so weitergeht, hier in München auch auf sowas einstellen? Nein, also dass jemand drückt, das wird es bestimmt nicht geben. Was es ja schon gibt in den Stoßzeiten, sind Leute, die den Zug abfertigen am Bahnsteig und dafür sorgen, dass die Züge weiter durchfahren. Denn ein Problem ist bei der Verdichtung in München, dass es immer sehr lange dauert, bis die Leute eingestiegen sind und der Zug weiterfahren kann, weil immer noch jemand meint, er muss rein. Und damit kommen die Züge nicht weiter und damit kann man den Takt nicht verdichten. Deswegen gibt es jetzt Leute, die dann den Zug immer mal abriegeln und sagen, Schluss, Türen zu, schnell den nächsten Zug rein, damit wir insgesamt mehr Kapazität durch den Tunnel bringen. Beste Trainingsphase ist wahrscheinlich immer das Oktoberfest, ne? Ja, da ist natürlich Sonderbetrieb, aber auch mit sehr großem Personalaufwand. Das ist ja tatsächlich ein Ausnahmezustand. Aber das läuft immer sehr gut und da ist ja auch spezielles Personal im Einsatz, das das ganz gut im Griff hat. Ja, ja, ja. Ja, gut. Wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit aus? Wir wissen von anderen Großstädten, dass also da gerade nachts und am Wochenende doch teilweise es gefährlich ist, in die U-Bahn reinzugehen. Wie begegnen Sie dem Problem? Also in München gibt es überhaupt kein Sicherheitsproblem in der U-Bahn. Es gab ja in den letzten Jahren vereinzelte Vorfälle, aber das waren in der Regel letztlich Betrunkene oder Schlägereien, die es natürlich gelegentlich gibt. Aber insbesondere seit der Alkoholkonsum in der U-Bahn verboten ist, hat sich das mit dem Alkohol ein bisschen gebessert. Und ansonsten ist die U-Bahn ein absolut sicherer Ort. Es ist in der U-Bahn sicherer als an der Oberfläche, selbst in München, obwohl München ja so eine sichere Stadt ist. Wollen Sie da auch mit Kameras arbeiten? Wir wissen ja, dass jetzt die Bevölkerung aber auf der anderen Seite auch sehr sensibilisiert ist und diese Überwachung auch bis zu einem gewissen Grad dann auch ablehnt. Ja, also wir haben hier in München auch mit breiter politischer Zustimmung überall Kameras schon in den Bahnhöfen.
Es werden auch Kameras in den Fahrzeugen überall schrittweise kommen. Teilweise sind sie schon da. Das hat sich auch sehr bewährt. Also das ist wirklich eine Sicherheitsmaßnahme, die ergänzt natürlich zur U-Bahn-Wache, die auch noch abends unterwegs ist, für ein sehr hohes Maß an Sicherheit in München sorgt. Es ist schon sehr wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, sie können auch nachts alleine in München mit der U-Bahn fahren, ohne dass was passiert. Wie ist es mit Vandalismus? Müssen Sie da viel investieren? Ja, leider schon. Vandalismus ist immer noch ein Problem. Wir werden sehen, wenn die U-Bahn, also wenn die Videokameras in den U-Bahnen kommen, ob das vielleicht ein bisschen besser wird. Aber es ist in München leider genauso wie in allen anderen Großstädten ein Problem. Es ist eine Schande, wie die Leute mit den Dingen umgehen, die sie ja letztlich dann doch als Fahrgäste wieder bezahlen müssen. Ja. Ich frage mich immer, kann man mit dieser Werbung viel Geld verdienen? Setzen Sie da viel um? Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl auswendig sagen, aber man verdient schon Geld damit. Ja, ja. Das sehen ja auch sehr viele Leute. Ja, ja, eben. Man ist ja da. Und Sie haben diese Infoscreens hier. Inwieweit bewähren die sich eigentlich? Wenn sie sich nicht bewähren würden, würden sie der private Anbieter, der sie bleibt, sicherlich wieder abbauen. Und der muss aber Ihnen auch dafür Geld zahlen, dass er sie hier aufhängen darf. Klar, wir versuchen natürlich durch Vermarktung von so Werbeflächen Zusatzgeld zu kassieren, denn alles, was wir über Werbung kassieren, müssen wir nicht über Fahrpreise kassieren. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Bieberbach, jetzt kann man ja eigentlich sagen, dass wir hier so in der Herzkammer der Stadtwerke München stehen. Man kann ja einfach mal die Gebäude der Reihe nach durchgehen. Das ist Ihr Hauptsitz eigentlich, nicht? Genau, das Gebäude ist unser Hauptsitz, die Stadtwerkezentrale. Wobei der Gebäudeteil, auf den wir blicken, ist im Wesentlichen von Mnet, der unsere Telekommunikationstochter belegt. Hier gleich im Anschluss ist die alte Gaszählerwerkstatt, ein denkmalgeschütztes Gebäude, das heute für Veranstaltungen der Stadtwerke, aber auch für Dritte dient. Gleich im Anschluss ist der alte Wasserturm, auch noch aus der Gaswerkszeit, der momentan leider nicht genutzt wird, aber ein sehr schönes Gebäude ist, wie ich finde. Sie sehen dahinter noch Teile unserer Stadtwerkszentrale. Dann sehen Sie hier das Wasserlabor, wo permanent daran gearbeitet wird, die Qualität des Münchner Wassers zu überwachen, wo die Proben ausgewertet werden. Im Hintergrund, ganz schlecht zu sehen und ganz bewusst auch ein bisschen versteckt, ist die Leitstelle, unsere zentrale Leitstelle für die Energie- und Wasserversorgung. Von dort aus wird das gesamte Münchner, werden alle Münchner Energie- und Wassernetze gesteuert und geschaltet, streng abgeschirmt natürlich. Die Baustelle da hinten, die Sie sehen, ist das Münchner IT-Rathaus, das neue, und Rechenzentrum. Schon fast fertig, also zumindest im Hochbau hin ist das Rechenzentrum, das Verwaltungsgebäude im Vordergrund ist noch im Bau. Und hier sieht man dann noch das Münchner Technologiezentrum. Ein Gebäude, das jetzt seit einigen Jahren, also ziemlich genau 5 Jahren in Betrieb ist, wo sich junge Münchner Technologiefirmen ganz flexibel und relativ günstig Büros anmieten können. Und wenn Sie innen reingehen und sehen, welche Firmen da alle sind, dann merken Sie auch, was für eine Dynamik hier in diesem Hause entsteht. Können die Stadtwerke München davon profitieren, von diesen ganz kleinen IT-Firmen? Ja, da sind tatsächlich viele Firmen, die auch für uns interessante Dinge machen. Aber es ist meistens so, dass die Firmen, sobald sie ein bisschen erfolgreicher werden, das ist auch Sinn des Konzepts, hier ausziehen und sich dann anderweitig ganz normalen Büroraum suchen. Wir haben ja anfangs schon über die Energiewende gesprochen. Wir haben über Windkraft gesprochen, wir haben über Wasserkraft gesprochen. Um das jetzt alles zu den erneuerbaren Technologien hinzuführen, inwieweit sind wir da eigentlich vom Gas abhängig und wie plant München mit Gaskraftwerken? Also es ist eigentlich Konsens, auch in ökologisch stark orientierten Kreisen, dass man für eine Übergangszeit in Deutschland auch noch Gaskraftwerke brauchen wird, als Sicherungskraftwerke für die erneuerbaren Energien. Und deswegen, nicht zuletzt deswegen, hat München vor Jahren begonnen, sich auch eigene Gasquellen zu sichern. Natürlich auch für diejenigen, die mit Gas heizen müssen. Und da sind wir in den letzten Jahren auch sehr weit vorangekommen. In Norwegen, Dänemark und Großbritannien sind wir inzwischen an einer Vielzahl von Gasfeldern und Lizenzen beteiligt und werden in der Lage sein, auch in nicht allzu ferner Zukunft einen wesentlichen Teil des Münchner Gasverbrauchs aus eigenen Quellen darzustellen. Braucht München dann noch ein eigenes Gaskraftwerk, um die Zeit zu überbrücken? Also es müsste jetzt nicht unbedingt in München stehen, aber für die Versorgungssicherheit von München ist es sicherlich sehr sinnvoll, dauerhaft in München Absicherungskraftwerke auf Basis von Erdgas zu betreiben. Also gerade was Versorgungssicherheit anbelangt, wir haben ja alle bei der Jahreswende so ein bisschen mal feststellen können, was es bedeutet, wenn Energie fehlt. Also wir hatten ja das eine oder andere Blackout in der Stadt.
Würden Sie sagen, dass die Versorgungssicherheit immer gewährleistet ist? Grundsätzlich ja. Dass mal ein Blackout passiert, das lässt sich nie hundertprozentig ausschließen. Die Anzahl der Blackouts in München ist ohnehin sehr, sehr gering im Vergleich zu weltweiten Großstädten, die es so gibt. Selbst in Europa sehen wir sehr, sehr gut aus. Aber eine hundertprozentige Sicherheit, dass nie was ausfällt, das kann Ihnen leider niemand garantieren. Ist die Gefahr zum Beispiel bei Windkraft größer? Weil man ja, es geht ja wohl auch um Speicherkapazitäten. Und dadurch, dass man ja nicht immer alles speichern kann, heißt es, dass dann die Versorgung gefährdeter ist? Ja und nein. Also ein theoretisches Szenario mit sehr, sehr viel Windenergie und schlechten Netzen und keinen Ersatzkraftwerken, das könnte tatsächlich die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden. Das halte ich allerdings für übertrieben und das wird so auch nicht kommen. Man baut ja die Netze aus und man wird auch sicher Absicherungskraftwerke bauen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die Politik in den nächsten Jahren die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen wird. Und dann muss man sich wegen der Energiewende eigentlich keine Sorgen machen um Versorgungssicherheit. Wir haben schon über die Kosten beim öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Jetzt bei Energie, bei Strom. Inwieweit kann man da den Verbrauchern eine gewisse Sicherheit geben, dass die Preise überschaubar ansteigen? Ja, das ist ganz schwierig, weil der wesentliche Preisbestandteil beim Strom ist ja inzwischen gesetzlich festgelegt oder per Umlagesystemen. Und selbst wir können immer nur raten, wie hoch diese Umlagen im jeweils nächsten Jahr sein werden. Also wir wissen heute noch nicht, wie hoch die 2014 sein werden. Der Teil, den wir beeinflussen können beim Strom, für den können wir uns ziemlich sicher sein, dass der stabil ist, wenn nicht sogar leicht sinkend. Aber überwiegend ist da inzwischen der Staatsanteil, an dem da haben wir keinen Einfluss. Was raten Sie den Münchnern, wenn es um Energie geht? Soll man sich auf Gas umstellen? Hat das Vorteile? Oder wenn man mit Öl heizt, sollte man dabei bleiben? Wie ist da die Politik der Stadtwerke München? Also wir erleben ja seit einigen Jahren, dass Öl deutlich stärker steigt im Preis als Gas. Einfach getrieben durch den Verkehrsmarkt, durch Benzin und Diesel und so weiter. Und insofern, also ich kenne auch keinen Experten, der erwartet, dass der Ölpreis sich nochmal längerfristig auf niedrigem Niveau erholen wird. Insofern ist Gas sicherlich die günstigere Alternative. Noch besser und komfortabler ist natürlich Fernwärme dort, wo es Anschlussmöglichkeiten gibt. Also momentan oder in den letzten Jahren wurde in München in erster Linie Fernwärme von den Kunden nachgefragt, aber auch Gas. Öl macht praktisch kein Mensch mehr. Wo wir jetzt hier vor Mnet stehen, nochmal, inwieweit ist das Geschäftsmodell Mnet für Sie gewinnbringend und wo wollen Sie das noch hinführen, das Unternehmen? Das Unternehmen ist für uns schon sehr wichtig, weil Telekommunikationsinfrastruktur einfach die neue wichtige Infrastruktur ist, die eine Stadt braucht. Früher war das Stromnetz vielleicht wichtiger oder ganz früher mal das Wassernetz, aber heute ist es eben die Telekommunikationsinfrastruktur. Und Mnet hat da eine ganz wichtige Rolle. Und auch wenn es ein hart umkämpfter Wettbewerb ist, in dem es nicht mehr so leicht ist, Geld zu verdienen heutzutage, die Telekommunikation ist es für uns ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts und auch eines der wenigen Felder, wo wir noch sehr stark wachsen. Also da wollen Sie, ich sage mal, Konkurrenten wie der Telekom und anderen Anbietern Kunden abringen, ja? Genau, weil wir im Gegensatz zur Telekom wirklich massiv investieren in die Netze und jetzt schon mit dem Glasfasernetz eine deutlich höhere Qualität anbieten können als die Telekom oder die Kabelanbieter. Und das ist einfach eine überlegene Infrastruktur für die Kunden, glaube ich, ganz gut und für den Wirtschaftsstandort München natürlich auch ganz gut. Wollen Sie das auch in diesem Dreierpaket anbieten, also Telefon, Fernsehen und Internet, dass man das sozusagen paketmäßig von Ihnen erwerben kann? Ja, gibt es nicht überall, aber bietet die Mnet auch an, ja. Jetzt haben Sie so um die 8000 Mitarbeiter. Wenn Sie perspektivisch sich das anschauen, ist das etwas, wo man sagt, um da in Zukunft auch noch wettbewerbsfähig zu sein, muss man reduzieren oder muss man aufbauen? Also wir sind eigentlich mit der Zahl der Mitarbeiter ganz zufrieden, wobei wir in den letzten Jahren tatsächlich auch wieder ein bisschen gewachsen sind, weil wir so viele auch neue Aufgaben dazu bekommen haben, neue Geschäftsfelder, dass es tatsächlich nötig war, auch nochmal Mitarbeiter in erheblichem Umfang aufzubauen. Allzu groß darf man natürlich nicht werden, da haben Sie schon recht, aber momentan sind wir noch mit der Größe des Unternehmens sehr komfortabel. Okay, und mit diesem Neubau, ab wann kann man damit rechnen, dass Sie da eben auch
Ihr Personal mit einziehen lassen können? Da wird nach letztem Stand überhaupt kein Personal von uns einziehen. Da wird wohl nur städtisches Personal einziehen. Das ist der letzte Planungsstand. Also die städtischen IT-Mitarbeiter werden das Gebäude komplett belegen. Und wenn man da hinten über die Bäume rüber guckt, da sehen wir den Olympiapark. Von den Münchnern heiß geliebt, aber ich könnte mir vorstellen, für jemanden wie Sie, der eben auch für den Unterhalt mitverantwortlich ist, doch nicht immer leicht zu verdauen. Ne? Also das ist richtig. Es ist sicherlich ein bemerkenswertes Baudenkmal, aber es ist schon sehr teuer, das aufrechtzuerhalten und schon eine finanzielle Belastung für die Stadtwerke und die Stadt München. Das kann man leider nicht leugnen. Lassen Sie sich da eigentlich auch immer so Zukunftsmodelle vorführen, weil derjenige, der da rein investiert und das erhalten muss, der muss ja auch gucken, dass es irgendwie zukunftstauglich ist. Ja, also für die eigentliche Vermarktung des Parks sind wir ja nicht zuständig. Nein. Das ist ja die Olympiaparkgesellschaft. Und baulich kann man da nicht viel an Innovation machen, weil wegen des Denkmalschutzes eigentlich alles mehr oder weniger so erhalten bleiben muss, wie es ist. Da gab es auch schon immer wieder Ideen, die aber letztlich alle nicht umsetzbar sind. Also bleibt die Aufgabe, den Park im Wesentlichen so zu erhalten, wie er damals konzipiert und gebaut wurde. Naja, das kostet halt das Geld, das es kostet. Was glauben Sie denn, wie viel Sie da noch rein investieren müssen, um es alleine so zu erhalten, damit es nutzbar ist? Also schon nochmal mindestens 100 Millionen. Die ganz schwierige Frage wird dann, wenn das Zeltdach wieder saniert werden muss, also die Platten ausgetauscht werden müssen, eventuell auch die Stahlseile. Mhm. Da traue ich mir noch gar keine Prognose abzugeben, was das dann kosten wird. Das wird sicherlich auch nochmal sehr, sehr teuer. Denn das muss ja quasi originalgetreu dann nachher wieder so ausschauen wie am Anfang. Das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Und müssen Sie dann nicht als Finanzier des Ganzen irgendwann auch den Alarmknopf drücken und sagen, Leute, jetzt müssen wir uns überlegen, ob sich das überhaupt noch rentiert? Ja, wir weisen die Stadt natürlich regelmäßig darauf hin, welche Maßnahme wie viel kostet. Aber also für uns ist es neutral, denn die Stadt erstattet uns das Geld ja mit einer Verzögerung wieder zurück. Aber der Stadt ist schon bewusst, wie viel Geld das kostet. Aber es ist nun mal wahrscheinlich das wichtigste Baudenkmal in München überhaupt. Touristisch auch sehr wichtig, für Veranstaltungen sehr wichtig. Man hat keine Wahl, man muss es erhalten. Man weiß, dass die Stadtsparkasse und eben auch Sie, die Stadtwerke, sehr viel ihres verdienten Geldes auch wieder in die Stadt reinstecken. Was sind die ganz großen Finanzierungsmodelle, wo Sie der Stadt sozusagen das Geld zuführen? Also das Wesentliche ist sozusagen zweckungebundenes Geld. Das ist 100 Millionen Gewinnabführung, nochmal so gute 90 Millionen Konzessionsabgabe und zusätzlich noch die Gewerbesteuer, die natürlich mit dem Gewinn schwankt. Das sind also im Schnitt so immer so um die 250 Millionen, die einfach so in den städtischen Haushalt gehen. Zusätzlich machen wir, ähnlich wie die Stadtsparkasse, noch Aktivitäten unsererseits. Die wichtigste dabei ist ganz sicherlich die SWM Bildungsstiftung, die in München mit einem Stiftungskapital von 20 Millionen Euro, also sehr große Stiftung, jedes Jahr etwa für 800.000 Euro Bildungsprojekte fördert. Wenn man hört, dass Sie einen Umsatz haben von 4,5 Milliarden, dann ist das ja schon eine Höhe, die sich auch an DAX-Unternehmen eigentlich messen kann. Inwieweit lässt sich das aus Ihrer heutigen Sicht noch weiterentwickeln, dass die Umsätze noch höher werden? Ja, also natürlich werden wir niemals die Größe eines DAX 30 Unternehmens entwickeln. Mit den DAX 100 Unternehmen können wir tatsächlich mithalten. Aber natürlich kommunalrechtlich sind die Grenzen gesetzt, was wir machen können, wie weit wir gehen können. Es muss ja alles, was wir tun, und das ist ja zum Glück auch der Fall, immer einen klaren Bezug haben zur Versorgung von München. Also unser Daseinsberechtigung ist ja, München zu versorgen, und da sind natürlich die Möglichkeiten begrenzt, was man machen kann. Aber ein bisschen Wachstum gibt es noch. Ich habe ja schon Telekommunikation erwähnt und erneuerbare Energien. Das sind so Felder, in denen schon noch was möglich ist. Außerhalb Münchens, dass Sie da Einnahmen generieren, ist das eine Idee, die man verfolgen kann? Ja, auf jeden Fall. Also speziell im Münchner Umland sind wir in diversen Kooperationen.
Aber wir dürfen jetzt nicht beliebig irgendwo in Deutschland irgendwelche Geschäfte machen. Da gibt es einfach klare gesetzliche Grenzen. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sie sind auch als freiwilliger Feuerwehrmann unterwegs. Ist das eine Sache, die man als Chef der Stadtwerke überhaupt noch wahrnehmen kann? Ja, zu meinem großen Bedauern immer weniger. Also ich bin schon noch dabei, wann immer ich kann, aber bin sicherlich nicht mehr das aktivste Mitglied, was mir immer im Herzen wehtut, weil ich einfach so wenig zu Hause bin. Ich bin natürlich wahnsinnig viel unterwegs, aber ich will es auf jeden Fall weiter aufrechterhalten und hoffe, dass auch Zeiten kommen, wo ich mich wieder dort stärker engagieren kann. Wie ist das für Sie eigentlich politisch? Wir wissen ja, wir sind jetzt in einem Wahljahr, es wird landespolitisch wird gewählt, dann kommen die Kommunalwahlen. Ist das etwas, was Sie persönlich dann tangiert in irgendeiner Weise? Naja, selbstverständlich. Wir sind ja von vielen politischen Themen unmittelbar betroffen. Energiewende wird ja überall diskutiert. Also man merkt schon, die Wahlen werfen ihre Schatten voraus bei den Rahmenbedingungen. Aber gut, werden wir auch überstehen. Sie haben eine grüne Krawatte an. Frau Nallinger stellt sich zur Wahl. Herr Josef Schmidt und Dieter Reiter. Haben Sie einen präferierten Kandidaten, der möglichst 2014 dann Oberbürgermeister Christian Uhde ablösen soll? Ja, die grüne Krawatte ist tatsächlich eine offizielle SWM-Krawatte. Ist kein parteipolitisches Bekenntnis, sondern hängt dann mit unserer Ökostrom-Initiative zusammen. Bei der Wahl als Stadtwerkechef bin ich politisch neutral. Sie kennen natürlich meinen persönlichen Hintergrund und können sich wahrscheinlich Entsprechendes denken. Abschließend, Herr Bieberbach, was ist jetzt so Ihr nächstes großes Projekt, wo Sie sozusagen sagen, diesen Hinkelstein, der muss als nächstes beiseite geräumt werden? Also das Wichtigste ist tatsächlich die Ausbauoffensive erneuerbarer Energien, die Aktivitäten in Deutschland, wie es da weitergeht. Da ist es ganz wichtig im Herbst, dass in Berlin nochmal die Rahmenbedingungen klargezogen werden und klar wird, wie es mit dem EEG weitergeht. Das ist für uns jetzt das wirklich größte Thema, das ansteht. Und da bin ich aber auch ganz zuversichtlich, dass das im Herbst über die Bühne gehen wird. Ja, an dieser Stelle, Florian Bieberbach, herzlichen Dank, dass Sie uns einmal durch die Welt der Stadtwerke München geführt haben. Und ja, für Ihre Aufgaben viel Erfolg. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. 5-mal in und um München. Just Drive.